Ja, es ist sicher so, dass ich relativ viel arbeite. Ich mache auch relativ viel Sport. Ich glaube, das Wichtigste im Leben ist einfach, dass man das, was man macht, irgendwie einfach mit sehr viel Freude macht. Und ich meine, es gibt so gewisse Sachen, die ich wahrscheinlich sehr gut kann. Und die sind wahrscheinlich eher so ein bisschen im Job daheim. Also ich glaube, dass ich das, was ich im Job mache, wahrscheinlich relativ gut kann. Und dementsprechend probiere ich eigentlich relativ viel zu schlafen. Also das heisst, ich gehe relativ früh ins Bett und wenn ich ins Bett gehe, dann freue ich mich eigentlich schon auf das Allererste, was dann am Morgen kommt, und das ist mein erster Espresso. Das heisst, ich stehe normalerweise so etwa um 5:30 auf, dann heize ich meine Kaffeemaschine anheizen und dann nach etwa einer halben Stunde, nachdem dass ich so ein erstes kurzes Frühstück hatte, kommt dann der erste Espresso und dann probiere ich eigentlich meine Trainingseinheiten immer vor dem Arbeiten zu machen. Und das, was ich im Sport mache, ich meine, ich bin wirklich wahrscheinlich nicht sehr talentiert. Aber ich bin mit meinem Alter immer noch dran. Also das heisst, ich mache eigentlich, seit ich ein Kind bin, mache ich Sport und bin eigentlich immer dran geblieben. Und ich habe eigentlich immer Freude daran. Und ich glaube, wenn man das immer macht und man ja, dort die Balance findet, dass man sich auch in dem Sinne nicht überfordert tut. Weil ich meine, ich mache Triathlon und ich meine, gerade so in meiner Alterskategorie um 50 herum ist die Kategorie extrem kompetitiv. Also das heisst, es ist der ganze Ehrgeiz von allen Typen in ihrer Midlife-Crisis drin, ist dort wirklich drin. Und ich meine, dort bewege ich mich irgendwo und ich bin natürlich dort nicht wirklich gut. Aber ich habe Freude daran. Und ich glaube, wenn man jetzt irgendwie das Ganze so über einen Gesamtbevölkerungsschnitt anschaut, bin ich wahrscheinlich relativ fit. Aber wenn man das dann irgendwie vergleicht in diesen kompetitiven Kreisen des Triathlon, dann bin ich dort natürlich nicht wirklich gut. Aber es macht mir Freude. Und ich glaube, die Sachen, die einem Freude machen, ob das jetzt der Job ist, ob das die relativ viele Zeit, die ich im Sport investieren tue, ist, dann natürlich die familiären Sachen, die natürlich ganz wichtig sind. Und eben auch so die kleinen wichtigen Sachen, die ich denke, wo eben zum Beispiel Kaffee auch dazugehört. Also ich habe schon seit, ich würde jetzt mal sagen, 15 Jahren, kann ich, wenn ich jetzt irgendwo an einem Ort bin, kann ich durchaus 2-3 Kilometer laufen, um irgendwo einen Kaffee zu finden, der wirklich gut ist. Und wenn ich das daheim machen kann oder in der Firma und ich die richtigen Kaffees bekomme und dort dann auch immer einen Haufen lernen natürlich dabei, dann ist das etwas, was mir extrem viel Freude macht. Und auch die ganze Zubereitung von dem ist etwas, wo halt ja, ich meine, da kann man immer einen Haufen dazulernen. Und vielleicht ist es so ein bisschen der Sport, den ich mache, also Triathlon und der Vergleich mit Kaffee ist eigentlich das, dass man immer so etwas am Ajustieren ist. Man kann, es ist beides eigentlich relativ kompliziert, wenn man es richtig machen will. Und man kann eigentlich immer etwas justieren, man kann sich an kleinen Sachen eigentlich probieren, ein bisschen zu verbessern. Und ist aber eigentlich am Schluss des Tages zwar happy, aber nie ganz zufrieden. Also das heisst, man kann es immer noch besser machen. Es gibt vor allem immer jemanden, der es noch viel besser kann. Und jemanden, der einem noch wieder einen Tipp gibt, dass man vielleicht das noch ändern könnte oder dort ein bisschen dran schrauben könnte. Und ich glaube, das ist irgendwie etwas, was am Schluss soll es einfach Freude machen. Und ich glaube, am Schluss bin ich jetzt gerade so in einer Phase von meinem Leben, wo ich sehr wohl kann unterscheiden, was mir gut tut, was mir Freude macht und was für mich wichtig ist. Und ich glaube, dass ich jetzt wirklich die Sachen mache, die mir in meinem Leben wichtig sind und die mir auch entsprechend gut tun. Da gehört Kaffee auch dazu.